damit ein herzliches Willkommen zu Five Nights at Freddy's 1. Mit mir, den Thomas vom PlayerGaddon. Wir haben ja schon 3 gespielt, da habe ich mir gedacht, wieso spielen wir nicht auch 1? Naja, wir haben 3 gespielt und ich habe mir gedacht, wieso spielen wir nicht 1, wie ich gerade schon eben gesagt habe. Ja, 1, in diesem Teil ist man in der Pizzeria und nicht in den anderen, aber in dem anderen war man in dem Gruselkabinett in 3, in 1 ist man in der Pizzeria. In 1 ist auch halt, wie es schon der Name sagt, im Teil 1. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich hier laber. Ich bin eigentlich relativ nervös. Ich habe das Spiel bis jetzt nur einmal angetestet und ich fand's verdammt creepy. Creepiger als die anderen Spiele. So. Der Ventilator leckt ganz schön stark. Okay, jetzt hat sich die Aufnahme ein bisschen beruhigt. Ich habe meinen PC so eingestellt, dass die Priorität auf Five Nights at Freddy's steigt. Aber ich merke, dass die kleinen Lecks drin sind. Woran das genau liegt, kann ich jetzt auch nicht... What the fuck? Als wenn die sich schon in der Nacht 1 bewegen. Hier sind die 3 Toys sozusagen. Und ich darf nicht allzu lange auf die Kamera gucken. Wie man auch sieht, hier unten sind... Digga, das wollte ich gar nicht. Das leckt aber ganz schön stark. Ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr. Das läuft schon gut, aber ich höre schon Musik aus den Gängen, obwohl die sich gar nicht bewegt haben. 1C ist Pirate Cove, da ist Foxy the Fox Fox. Ich habe jetzt schon einige Let's Plays gesehen. Eigentlich dürfte das ein relativ kurzes Projekt werden, aber ich hoffe, euch stört das nicht allzu sehr. Ja, im Sommer habe ich ja schon meinen neuen PC, wo alles flüssig laufen wird. Und ja, werde ich mir selbst zusammenstellen lassen. Im Übrigen gibt es einige News, und zwar, es wird ein Five Nights at Freddy's Film geben. Also das Spiel wird verfilmt. Wie genau die das... verfilmen wollen, weiß ich jetzt auch nicht, aber wir lassen es mal den Filme machen. Denn ich weiß nicht, wie man sowas verfilmen will, denn man sitzt hier doch die ganze Zeit in der Pizzeria und kämpft ums Überleben, aber naja. Soll die sich einfallen lassen, wie es funktioniert. Aber was mich hier wundert, was verbraucht denn gerade Strom, Mann? Ich meine, wir benutzen nichts? Ja, wahrscheinlich der Ventilator, ne? Okay, jetzt hat sich ein bisschen beruhigt, läuft schon ein bisschen flüssiger. Das ist doch relativ gut, nur der Ventilator leckt ein bisschen, aber... ich hoffe, euch stört das nicht allzu sehr, wie ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe. In der ersten Nacht ist es noch ein bisschen chillig, ne? Aber ich glaube, die erste Nacht müssten wir sofort schaffen. Ich habe schon wirklich einige Let's Plays davon gesehen, wie zum Beispiel von Corrupted, von Holly LP, wenn ich mich nicht ganz irre, und ja, noch von anderen Let's Playern. Alle haben sich in die Hosen geschissen, weil die das Spiel noch damals nicht kannten, aber... ich versuche auch ein bisschen Angst zu empfinden bei dem Spiel. Habe ich ja beim letzten Spiel auch getan. Mal gucken, ob es so sein wird. Ich muss mir im Übrigen auch noch angewöhnen, mit Kopfhörern aufzunehmen, da ich eventuell jetzt mein Mikrofon austausche, da es irgendwie in letzter Zeit kaputt gegangen ist. Ihr merkt keinen Unterschied, aber ich, da ich ein Perfektionist bin und ich merke langsam, dass ein kleines Rauschen aufgetaucht ist. Und das darf eigentlich normalerweise bei einem Mikrofon nicht sein, aber das sollte nicht eure Sorge sein, sondern meine. Guck mal, ne? Dieser Telefonfritze, der spricht wirklich so... versteht man nur, hello, hello. Denn meine Englischkünste sind sowieso nicht so überragend. Und dann noch mit so einer schlechten Leitung soll ich sowas hören. Also, naja, bei uns in der Schule, die Englischlehrerin spricht zu 90% Deutsch. Und da sind meine Englischkünste nicht allzu gut. Alter, labert der lange. Aber wir haben noch relativ viel Prozent. 73 müsste eigentlich räuchen. Mal schauen. Ich soll mal vielleicht die Gardinen ein bisschen zumachen. Damit es dunkler einmal. Scheiße, jetzt ist viel zu dunkel, Alter. Egal. Nein, Nudeln. Nein. Wir gucken mal hier ein bisschen durch, was hier so um 2 Uhr morgens alles abgeht. Die fucking Maus ist ja auch da, oder Hase. Wenn jetzt ich nenne diesen Hasen, den hier, die fucking Maus, weil er für mich wie eine Maus aussieht. Und bitte schreibt nicht in die Kommentare, es ist aber ein Hase. Bitte tut mir das nicht an, wegen sonst artet das aus wie bei Erblali und wie, magst du Bratwurst? Das regt mich inzwischen schon so stark auf. Also könnt ihr euch vorstellen, wie extrem das wird. Hashtag chillen um 2 Uhr morgens.
Okay, bis jetzt. Aber ich finde das Spiel irgendwie gruseliger, so von den LPs. Ich denke mal, hier steht was, meine Güte. Die fucking Maus. Beziehungsweise Hase. Es tut mir leid, Rose. Player Galen Hipsters, es tut mir wirklich leid, aber... Ich muss das Ding einfach Hase nennen. Maus, ich sag... Ja, scheiße, ich nenne es auch schon Hase. Scheiße. Egal. Wenn man die Nase von Freddy da drauf drückt, dann erscheint gerade so ein... Ja. Wie soll ich es nennen? Wieso funktioniert da die Kamera nicht? Fuck. Fuck off. Boah. Ficken, Alter. Wo ist der hin? Oh. Nein, ich hab ein Dim-Dim-Dim-Dim gehört. Ist er schon da? Hätte mich auch gewundert um 3 Uhr morgens. Ah, geh doch raus, Mann. Was ist das für ein Ton? Was ist das für ein Ton? What the fuck? Oh. Hilfe! Alter, ich krieg schon in der ersten Nacht Panik. Das Spiel ist wirklich creepy. Ich finde, das ist gruseliger als das dritte. Okay. Wo ist die Ente? Oh, die fucking Maus! Digga, was machst du denn da? Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich habe wirklich Angst. Oh Mann, Leute. Hilfe. Digga. Uh-oh. Bitte geh weg. Ich hab dir nichts getan. Wenn du hier ein Getränk willst, kannst du ruhig haben, aber wir müssen da nicht diskutieren, schenke ich dir sogar. Du kannst von mir auch aus Papier haben, was da liegt, aber... Lass mich in Ruhe. Die Maus. Da war die Maus. Hase. Oh nein. Schöner Gesichtsausdruck steht er da noch. Das erkennt man im Übrigen da. Da ist ja ein Fenster. Aber ich habe ja die Maus ausgestellt. Denn die Maus stört ein bisschen, finde ich. Ich finde es schöner ohne Maus. Damit die Illusion besser bleibt. Steht er immer noch, Alter. Ich glaube, wir können gleich sogar die Türen zumachen. So viel Prozent haben wir. Ja, das machen wir jetzt einfach. Dann fühle ich mich sicher. Oh, jetzt können wir ein bisschen chillen hier drin. Die Kamera lasse ich mal weg. Aber ich muss schon sagen, wenn die erste Nacht so creepy ist, dann können wir uns schon auf die nächste freuen. Er ist weg. Von mir aus können wir trotzdem die Türen zulassen. Ich habe jetzt echt keinen Bock auf Stress in der ersten Nacht. Ich würde sagen, die erste Nacht spielen wir, die zweite auch, wenn wir es schaffen sollten, aber das wissen wir noch nicht. Mal schauen, was uns erwartet. Oh, da ist schon wieder so eine Musik. Die Ente ist nicht da. Die Ente kommt meistens von rechts und die Maus von links. Und wovon Freddy kommt, keine Ahnung. Ha! It's me. Habt ihr das gesehen, Leute? Da habe ich mich schon erschreckt. Bei so einem kleinen, ja. Ja, kann man Jumpscare nennen, nein. Bitte, wann hört denn die Nacht auf, Mann? Langsam ist es doch creepiger, als ich gedacht habe. Oh je, Mini. Das musste jetzt einfach sein, aber... Bam, Junge. Erste Nacht. First try, bitches. Yay. Zweite Nacht, 12 Uhr. Das Chaos geht wieder von vorne los. Also bei 32% 5 Uhr morgens kann man beruhigt die Türen zumachen, habe ich gerade gemerkt.
Es lädt und lädt. So, die nächste Nacht geht los. Wir haben noch nicht mal mit 100% gestartet, sondern nur mit 99. Hm. 98, ich werde jetzt ein bisschen Zeit laufen lassen, aber ich werde einfach nichts benutzen, ein bisschen Batterien sparen. Ich verstehe nichts. Muss ich ehrlich zugeben. Hello, hello, welcome. Oh, hier sind auch kleine Kameras. Lol. Ja, beide schon unterwegs. What the? Where's that? Who is that? Seht ihr den hier? Er ist schon draußen, was heißt das? Ich glaube, das ist nichts Gutes, wenn er schon draußen ist. Steht da jemand? Ist das gut, wenn er da ist? Ich glaube nicht, oder? Eigentlich, theoretisch gesehen, müssen wir nur 2A, 2B, 4A und 4B gucken und 1C immer auf den aufpassen, glaube ich. Habe ich so gesehen in den Let's Plays, die ich gesehen habe. Zumindest habe ich so verstanden, aber ich kann mir nicht mehr dran erinnern. Jetzt beginnt die Nacht, würde ich sagen. 1 Uhr morgens. Da steht jemand. Wer es genau ist, kann ich nicht identifizieren. Hallo. Ich hasse es in Horrorfilmen, wenn die immer so Hallo rufen in den Keller. Hallo, ist da jemand? Keine Antwort? Ja, da ist wohl keiner. Das ist, als wenn die eine Antwort vom Mörder erwarten. Yo, Homies, ich bringe euch gleich um. Naja, ich habe euch ja in den Kommentaren gefragt, was für weitere Horror-Let's Plays wir noch Let's Playen können. Horror, what the? Boah, fickende Kinder, Alter. Go away, bitch. Geh weg. Pfui. Ich mag dich nicht. Du bist mir unsympathisch. Kann jemand den Ventilator ausschalten? Ich schwör. Oh, Jemini. Wieso habe ich diese... Oh, ich habe echt Angst, die Kamera zu benutzen. Ein C? Noch da? Du auch. Solange du da bist, kannst du bitte weggehen. Du machst mir Angst. Oh, bitte, du kannst auch das Getränk haben. Papier auch, wenn du malen willst. Dann schenke ich dir auch Buntstifte. Also ist gar kein Problem. Ich glaube, so viel Gehalt kriege ich hier, um dir Buntstifte zu kaufen, wenn du... Nein! Oh nein! Nein! Es war viel zu spät. Ich habe mich viel zu stark erschreckt. Was sollen wir jetzt tun? Das ist gemein. Da können wir Licht machen, das brauche ich ja nicht. Was heißt das, wenn wir die Tür nicht zumachen können, dass es zu spät war oder wie? Oder was soll das heißen? Hey Homie, what's up man? Du kannst jetzt ruhig reinkommen. Wir können reden. Und du kannst mein Getränk haben. Papier und Buntstifte kaufe ich dir dann für die nächste Nacht, wenn das in Ordnung ist. Nein? Kannst du den Ventilator haben, wenn du willst. Ich brauche den nicht. Der zieht mir noch ein bisschen Strom, aber... kannst... auch die Gemälde an der Wand haben, wenn du willst. Hier sogar ein schönes Poster von dir. Macht mir nichts aus. Ich meine, die Wand ist schön genug. Kann man sich so anschauen und so, habe ich gehört. Du hast sogar ein Poster von dir selber. Buntstifte. Getränk.
Ventilator. Kannst du auch die Boxen haben. Wenn du willst, natürlich. Ist alles freiwillig. Was sind das da für Geräusche? Hallo? Ich habe immer Angst, theoretisch gesehen könnten wir es ja schaffen. Wenn das so weitergeht. Ist aber erst 3 Uhr morgens, ne? Vielleicht willst du auch ein Play-Again-Hipster werden. Ich kann dir ein Smartphone geben. Und dann kannst du uns abonnieren. Kannst Play-Again abonnieren, wenn du willst. Ist gar kein Problem. Würde ich mich sogar freuen. Und dann können wir zusammen malen, wenn du willst oder so. Worauf du Bock hast, Kleiner. Worauf Großer meine ich, großer. Du bist eine ganz hübsche Maus. Schräg Hase. Sorry. Und ich mag dich. Also, du hast mir noch nie was getan. Also, wenn du willst. Kannst jetzt von der Tür weggehen. Und malen. Oder worauf du Bock hast. Wir können ja auch theoretisch gesehen Fernsehen gucken. Wird ein bisschen viel Strom ziehen, aber was ich nicht alles für dich tue, ne? Und dann kannst du deinen Freunden Freddy und der Ente sagen, dass sie mitgucken können. Und Foxy kann auch mitgucken, wenn er will. Und vielleicht kann die Ente, weil da ja Let's Eat steht, auch bei Let's Eat mit Gronkh und Sarrazer mitmachen, wenn die Ente das will. Ah! Oh! Foxy the Fox kam da. Game over. Ich hab mich mächtig erschrocken. Alter. Das Game hat es in sich. Okay, dann würde ich sagen, das war's dann für die erste Five Nights at Freddy's 2 Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst doch ruhig einen Daumen nach oben da. Und wenn ich es weiter let's playen soll, schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.